Diese toxischen Wesen sehen dein Problem nicht. Gib die Hoffnung auf, dass der Narzisst dich versteht, dein Problem versteht. Die leben in ihrer eigenen Fantasiewelt. Narzissten leben in ihrer eigenen kleinen Clownwelt. Egal wie sehr du versuchst, dich zu erklären. Die gaslighten. Warum gaslighten die? Warum gaslighten die? Damit du ein Teil ihrer Clownwelt wirst. Nein, wieso? Was ist so? Was habe ich niemals getan? Habe ich niemals gesagt? Und die glauben noch sogar ihren eigenen Scheiß, was sie dir da versuchen einzutrichtern. Die glauben sogar noch den eigenen Scheiß. Ja, ich hätte den Stuhl vorher schon höher machen sollen. Besser, kann man mich besser sehen. Aber so ist das. Narzissten können dein Problem nicht sehen. Sie leben in ihrer eigenen Fantasiewelt. Ich verstehe gar nicht, warum dich das so nervt. Ich verstehe. Wie oft hast du das schon gehört? Ich verstehe gar nicht. Warum regst du dich so auf? Warum regt dich das so auf? Du sollst da drüber stehen. Die verstehen dein Problem nicht. Die verstehen das nicht oder wollen das nicht verstehen. Manche wollen es on purpose nicht verstehen, manche verstehen es aber nicht, weil sie einfach keine Empathie haben. Kein Mitgefühl. Kein Schamgefühl. Die haben so ein gewisses Schamgefühl, aber projizieren es direkt auf dich. Ah, der ist ja schuld, der hat ja dies gemacht, der hat ja das gemacht. Leben in ihrer eigenen Vater, das meine ich. Die justifyen die, wie heißt das, justify die, ich hoffe ihr versteht mich. Die reden das direkt dann schön. Oh ja, ich hab das ja nur getan, weil der hat ja das getan, der hat ja das getan. Reden sich das direkt an schön. Warum sie gerade so respektlos waren. Warum sie gerade das und das gemacht haben. Warum sie gerade so herablassend zu dir waren. Warum sie dich angeschrien haben. Die leben in ihrer eigenen Fantasie. Sagen sich dann, ja, ich hab den angeschrien, weil der ist ja dran schuld, ist ja selbst schuld. Wenn er mich so, zu mir das so macht, dann mache ich das ja auch. Und reden sich das alles schön. Weil sie in ihrer eigenen Fantasie leben. Die können die Realität nicht akzeptieren, dass die einfach miserabel sind. Die können das einfach nicht hören, nicht wahrhaben. Und weil sie es nicht wahrhaben können, gehen die dann hin und justifyen das alles. Heißen das alles dann schön, ja, ich kann ja nichts dafür. Das sind ja immer die anderen Menschen, die Probleme machen. Der hat ja einen Fehler gemacht. Kann ich ja nichts dafür, wenn der sich ausnutzen lässt. So denkt ein Narzisst. Kann ich ja nichts dafür, wenn du dich ausnutzen lässt. Vielleicht haben die das auch zu dir gesagt. Wie oft habe ich das schon gehört? Kann ich ja nichts dafür. Ich bin ein Arschloch. Müsstest du vorher wissen. Hättest du vorher wissen sollen. Die leben in ihrer eigenen Clownswelt. Die denken, die können sich alles erlauben mit dir. Deswegen denk nicht eine Sekunde, dass ein Narzisst dich versteht. So ist es nicht. Manche, wie gesagt, die wollen dich on purpose nicht verstehen. Andere können dich einfach gar nicht verstehen, weil die nicht diese Empathie haben. Dieses Mitgefühl haben. Auch nicht, wie gesagt, Schuldgefühle und Schamgefühle. Direkt, wenn die das spüren, wenn die Schuld und Scham spüren, was machen sie? Projizieren es auf dich oder auf einen anderen. Und sagen, sie können ja nichts dafür, weil. Dafür konnte ich ja nichts dafür, weil. Ich kann ja dafür nichts, weil. Ich kann ja nichts hierfür, für mein Verhalten. Die denken, die können nichts für ihr Verhalten. Aber dabei ist jeder verantwortlich für sein Verhalten. Jeder ist verantwortlich für sein Verhalten. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Verhalten. Und wenn du nicht gerade stehst für dein Verhalten, zeigt das mir nur, du lebst in einer eigenen Fantasiewelt, wo du keine Schuld hast, wo du keine Scham spürst, wo nichts deine Schuld ist, wo du für nichts etwas kannst. Du bist ja das Opfer, andere sind immer schuld, du machst nichts falsch, du kannst dir alles erlauben. Das ist Bullshit. Du lebst, wenn so ein Mensch lebt, einfach in einer Bullshit-Welt. Wenn du so bist, Alter, du lebst in einer fucking Clownswelt. Ich kann dich nicht für voll nehmen, ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so bist. Ich kann dir nichts dafür. Das sind dann die Standardsprüche. Ich kann dir nichts dafür. Du hast mich ja provoziert. Ist ja deine Schuld, wenn du mich provozierst. Wie ist meine Schuld, wenn ich dich provoziere? Wo habe ich dich provoziert? Dann kommst du da und versuchst mit denen zu diskutieren. Eine Diskussion ist unnötig mit diesen Menschen. Die werden dich nicht verstehen. Die können und werden dich und wollen dich on purpose nicht verstehen. On purpose. Egal wie gut du dich erklärst oder versuchst dich zu erklären, die wollen dich nicht verstehen. Egal wie gut du im Erklären bist, was für ein guter Erklärbär du bist, die können und wollen dich und werden dich nicht verstehen. Egal wie oft, wie gut und wie viel du dich erklärst,
Ja, wie oft du es auch sagst. Die werden immer einen Weg finden, einen Ausweg finden oder Gründe finden, warum sie das ja machen durften, was sie da gemacht haben. Warum sie das ja sagen durften, was sie gesagt haben. Warum sie sich das erlauben durften. Warum sie das gesagt haben. Warum sie das getan haben. Die werden immer alles so justifieren. Alles gutheißen, alles schönheißen. Denn sobald du sie verantwortlich machen willst, sagst, ey, das und das hast du getan, warum machst du das, warum machst du dies, du hast mich verletzt, das ging ja gar nicht, bla bla. Wie, was, du sollst aber da drüber stehen, aber dafür kann ich ja nichts, dafür kann ich ja nichts, das sind ja deine Gefühle. Beispielsweise, das sind ja deine Gefühle und für deine Gefühle kann ich ja nichts und das dürfte dich ja gar nicht, das dürfte dich ja gar nicht jucken. Ein Mensch, der stark ist, der würde da drüber stehen und bla bla. Wie ein Mensch, der stark ist, würde da drüber stehen. Du hast mich verletzt. Verstehst du, was ich sage? Du hast mich verletzt. Du hast herablassende, verletzende, hässliche Dinge gesagt. Verstehst du, was ich sage? Du hast das und das und das gemacht. Und dann kommt Gaslight. Nein, habe ich niemals gesagt. Habe ich niemals getan. Ah, das bildest du dir alles nur ein. Nicht ich bilde mir das alles nur ein. Du willst, dass ich mir das alles nur einbilde. Du willst mir eintrichtern, dass ich mir das alles nur einbilde, damit ich ein Teil deiner Clownswelt bin. Das ist die Psychologie dahinter. Die wollen, dass du ein Teil ihrer Clownswelt wirst. Ihrer falschen Decepticon-Welt wirst. Bot-Welt. Ja? Ihrer falschen Matrix-Welt wirst. Ja? Nenn es, wie du es willst. Die wollen dich so einziehen, so einsaugen in ihre falsche Welt. Ich zeig dir mal meine Welt. Oh, ja, hier, ich kann ja für nichts was und andere sind immer schuld. Die leben in so einer Welt. Die sind immer das Opfer und können für nichts etwas. Und andere sind immer schuld. Deswegen, der Narzisst kann deine Probleme nicht verstehen. Er sieht deine Probleme nicht mal. Will deine Probleme nicht mal sehen. Es juckt den nicht mal. Denk nicht eine Sekunde, dass es diesen narzisstischen Menschen irgendwie juckt, deine Probleme und deine Sorgen und deine Sachen da. Nein, es juckt sie nicht. Deswegen tun sie, was sie tun. Weil sie sich keine Gedanken machen. Die denken, die können für nichts etwas. Sind immer die anderen dran schuld. Und wenn es dich ja genug stören würde, würdest du sie ja verlassen. Wenn es dir so sehr auf den Sack gehen würde, wie sie mit dir umgehen, würdest du sie ja verlassen. Was heißt das? Die leben in der Clownswelt. Die denken, die können sich alles erlauben, diese Goofies. Denken, die können sich alles mit dir erlauben, können alles zu dir sagen, was die wollen, können so herablassend sein, wie sie wollen, können so hässlich sein, wie sie wollen, können dich so lange ausnutzen, aussaugen, bis du keinen Bock mehr hast und dann spucken sie dich aus, wie ein fertig gelutschtes Bonbon, ja, oder fertig gekautes Kaugummi, spucken sie dich aus, nenn es, wie du es willst, ja, spucken dich einfach in den Mülleimer dann, zack, ab in den Dreck. Ab, neues Kaugummi rein. Im bildlichen Sinne. Neue Source of Supply. Neue Energiequelle finden. Und so laufen die rum in ihrer eigenen kleinen Fantasie- und Traumswelt. Oh ja, ich kann alles tun, was ich will. Die leben auch nicht in der Realität. Absolut nicht. Du versuchst sie bewusst zu machen. Die wollen unbewusst bleiben. Oh, warum machst du dir so viele Gedanken? Warum denkst du so viel nach? Ah, ich glaube, du bist einfach nur viel zu sensibel. Ah, du bist viel zu streng. Du bist viel zu hart. Du solltest mal lockerer sein. Das sind dann diese Standardsprüche. Du solltest mal viel lockerer sein. Aber du nimmst alles viel zu ernst. Du solltest mal viel, viel lockerer sein. Du solltest mal viel mehr lachen. Du solltest mal viel mehr aus dir rauskommen. Du solltest mal viel mehr lockerer sein. Du verstehst immer alles falsch. Nein, Alter, nicht ich verstehe immer alles falsch. Ich verstehe alles ganz genau. Du willst nur eintrichtern, dass ich alles falsch verstehe. Weil du mich mitziehen willst in deine Traumswelt, in deine Fantasiewelt, in deine Clownswelt. Nenn es, wie du es willst. Du willst, dass ich ein Teil deiner Clownswelt werde. Das willst du. Und deswegen willst du mir eintrichtern, dass ich angeblich alles falsch verstehe. Dass ich viel zu tight bin. Dass ich viel zu hart bin. Dass ich ja lockerer werden soll. Die sagen das extra. Warum? Damit sie dich manipulieren können. Denn ein harter Mensch kann nicht manipuliert werden. Ein tighter Mensch kann nicht manipuliert werden. Ein ernster Mensch kann nicht manipuliert werden. Aber nur wenn du so unernst bist, ja, ja, bist auch so in der Clownswelt, dann kannst du manipuliert werden. Wenn du so ein bisschen weich bist, bisschen weak bist, bisschen naiv bist und so, das wollen die ja. Die wollen ja, dass du weich bist, dass du naiv bist, dass du weak bist, schwach bist. Das heißt das. Das wollen die ja.
Aber wenn die stark sind, dann können die dich nicht manipulieren. Oh, du bist viel zu hart. Solltest mal mehr lachen. Ach, du verstehst keinen Spaß. Ah, verstehst keinen Sarkasmus. So, deswegen mag ich absolut keinen Sarkasmus. Und ich checke die Leute hier, wenn ich dann mal Lives mache oder sonst irgendwas und sage, ey, hör mal auf mit deinem Sarkasmus. Lass das sein. Wenn du mit mir sein willst, hör auf mit deinem scheiß Sarkasmus. Wenn es eins gibt, was ich am allerwenigsten leiden kann, dann ist es scheiß Sarkasmus. Ich habe Sarkasmus schon immer, ich muss es sagen, gehasst. Ich mag absolut keine sarkastischen Menschen. Keine sarkastischen Sprüche, keine sarkastischen Witze. So, diese doppelsinnigen Sprüche und sonst irgendwas. Ich mag das überhaupt gar nicht. Diese ganzen Funny Vibes. Weil ich lebe nicht in einer Traumswelt. Ich lebe nicht in einer Fantasiewelt. Ich lebe in der Realität. Und ich arbeite hart für meine Träume und für meine Ziele. Diese Menschen hingegen leben in einer fucking Fantasiewelt. Arbeiten nicht hart. Gehen immer den leichten Weg. Nehmen alles locker. Oh ja, bei mir ist alles Spaß. Bei mir ist alles... Nee, nix Spaß. Gibt kein nur alles Spaß. Entweder du nimmst dein Leben ernst oder du lässt es sein. Aber komm später nicht weinend zu mir. Oh, ich hätte mein Leben ernster nehmen sollen. Oh, ich hätte die Dinge ernster nehmen sollen. Ich hätte mehr tun sollen. Naja, hättest du vorher wissen sollen, ganz ehrlich. Deswegen... Denk nicht eine Sekunde, dass der Narzisst euch versteht. Narzissten können deine Probleme nicht sehen. Sie leben in ihrer eigenen Fantasiewelt. Das war jetzt der Breakdown. Ich hoffe, euch hat das Video viel gebracht. Das war's jetzt hier. Wenn ihr ein Coaching braucht, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Wie ihr mich kontaktieren könnt, wo ihr mich kontaktieren könnt, ist alles verlinkt in der Video- und in der Kanalbeschreibung. Wie und wo. Ja, deswegen findet euren Weg, wie das euch am besten passt. Da gibt es eine Webseite. Es gibt Social Media, es gibt eine E-Mail-Adresse, sogar zwei Stück, wenn ihr auf die Webseite geht, da ist sogar noch eine extra E-Mail-Adresse, ja. Deswegen, in diesem Sinne, wenn ihr ein Coaching braucht, hit me up, ja, dann schreibt mir, machen wir sehr gerne ein Coaching. Aber ich sag's halt extra nochmal, bitte haltet euch kurz, bitte keine Paragraphe schreiben. Das meiste können wir dann besprechen im Coaching selbst, im Telefonat selbst, könnt ihr mir alles erzählen. Aber wenn ihr schon direkt so kommt, ich kann da drauf gar nicht alles eingehen. Ich vergesse die Hälfte schon, weil wenn ich da so einen Paragraph lese, ich kann gar nicht zu allem zurückschreiben. Deswegen haltet euch bitte kurz, sagt mir kurz, was euer Problem ist. Oh, ich kann mich irgendwie von meinem Narzisst nicht lösen oder ich komme hier aus dieser Familie, habe hier dieses Trauma-Bonding oder sonst irgendwas so. Das und das ist mein Problem. Haltet euch kurz und dann besprechen wir das meiste, wie gesagt, im Coaching, im Telefonat selbst. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, wenn ihr das braucht, kontaktiert mich. Wie gesagt, meine Türen stehen immer offen. Das ist immer so, wenn du aus zwei verschiedenen Worten so ein Wort machst. Türen stehen, Stören. Nein, Tür, mein Alter. Meine Türen stehen immer offen. Ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ja, deswegen in diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Peace out und sayonara. Lasst euch nicht abfangen. Peace.